Mehr als 140.000 Tonnen Lebensmittel kommen täglich per Luftfracht allein nach Deutschland, einem typischen Industrieland, in dem es fast alles zu kaufen gibt. Oft haben die Waren eine halbe Weltreise hinter sich, wenn sie in den Regalen der Supermärkte landen. Typische Luftfrachtgüter, frische und leicht verderbliche Lebensmittel. Der Rest kommt auf dem Seeweg. An erster Stelle steht Fisch aus Afrika und Island. Gefolgt von Gemüse wie Spargel aus Peru oder Bohnen aus Kenia. Schließlich die exotischen Obstsorten wie Papayas, Guaven und Mangos aus Afrika, Südasien und der Karibik. Doch wie klimaschädlich sind fliegende Lebensmittel? Im Durchschnitt verursachen Nahrungsmittel aus Übersee rund 11-mal so viel Kohlendioxid wie regionale Produkte. Dabei schädigt der Transport mit dem Flugzeug das Klima am stärksten. Ein Beispiel. 1 Kilogramm Spargel, der mit dem Flugzeug aus Chile kommt, belastet die Atmosphäre 50-mal stärker als die gleiche Menge per Lastwagen aus Spanien. Kommen die Stangen aus der Region mit einem Transportweg von maximal 100 Kilometern, verursachen sie gerade mal 17% der Emissionen des Lkw-Transports aus Spanien. Wer per Rad zum Feld fährt und dort selber erntet, ist unschlagbar klimafreundlich. Er kommt auf 0 Gramm Kohlendioxid. Und wie sieht es mit den Jahreszeiten aus? Die heimischen Äpfel, die man im Frühjahr kauft, haben schon den ganzen Winter im Kühlhaus gelagert. Bei 1 bis 3 Grad, auch das kostet Energie. Für die Klimabilanz bedeutet das, Äpfel aus Neuseeland können durchaus weniger klimaschädlich sein als heimische Äpfel aus dem Kühlhaus. Erst recht, wenn sie statt mit dem Flugzeug per Schiff nach Europa gereist sind. Denn als Schiffsfracht entstehen bis zu 200-mal weniger klimaschädliche Abgase als mit dem Flugzeug. Am besten aber zu regionalen Produkten greifen. Und zu dem, was die Jahreszeit an Gemüse und Obst beschert.